Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will zu Anfang doch noch mal die Bemerkung machen, dass es erstaunlich ist, wie viel Resonanz es in dieser Frage des Leistungsgesetzes zur Unterstützung der kommunalen Familie, zur Unterstützung des Inklusionsprozesses gerade innerhalb der Oppositionsfraktionen gibt. Und auch die Frage des Interesses für dieses Thema, das haben wir ja eben am Lautstärkepegel gemerkt, scheint in diesen Reihen nicht so sehr ausgeprägt zu sein. Das will ich zu Anfang ausdrücklich festhalten. Nach den intensiven und erfolgreichen Verhandlungen, die in der Beschlussfassung des 9. Schulrechtsänderungsgesetzes schon angelegt waren und dann aufgenommen wurden, haben die Koalitionsfraktionen nun unverzüglich das der Vereinbarung entsprechende Gesetz vorgelegt. Und Sie können in diesem Gesetzentwurf auch die Vereinbarung noch mal 1:1 nachlesen. Das ist uns auch ganz wichtig, dass das entsprechend transportiert wird. In der Tat ist es so, wie das mein Kollege Marc Hertha schon gesagt hat, das ist der Ausweis der Verlässlichkeit, der Rechtssicherheit und der Kommunalfreundlichkeit nicht nur der Regierungsfraktion, auch der Landesregierung insgesamt über die gesamte Legislatur, so wie wir handeln, so wie wir miteinander umgehen. Das Leistungsgesetz ist auch noch mal Ausdruck des gemeinsamen Willens, die UN-Behindertenrechtskonvention zum Wohle der Kinder und Jugendlichen mit Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung zum Erfolg zu führen. Und das ist nie ein Dissens gewesen innerhalb der kommunalen Familie, mit den kommunalen Spitzenverbänden und der Landesseite. Und für dieses Ziel haben wir dann bewusst beide Seiten, Maximalpositionen auch aufgegeben, immer wieder Kompromisslinien gesucht. Worum ging es? Keine Prinzipienreiterei zum Wohle der Kinder. Allerdings, und das will ich auch noch mal deutlich sagen, sehr zum Leidwesen derer, die das Thema für ihr Wahlkampfsüppchen schon als Würze vorgesehen hatten. Und da musste vor Ort, das ist ganz deutlich, an einigen Stellen das Rad wieder etwas zurückgedreht und eingepackt werden. Aber das ist gut, weil es um die Kinder geht und nicht um die Frage, wer dann an welcher Stelle im Wahlkampf welche Punkte macht. Rot-Grün investiert, und das will ich auch noch mal sagen, über die Legislatur und in den nächsten Jahren über 1 Milliarde Euro in den Inklusionsprozess. Und das ist 1 Milliarde Euro neben den Personalinvestitionen, die wir bereits auch über den Schulkonsens fest vereinbart haben, dass auch dort die Rahmenbedingungen von Schule sich ändern. Und was steckt in dieser 1 Million Euro drin? 1 Milliarde Euro drin? Es sind 3.200 Lehrerstellen insgesamt neben eben den schon erwähnten anderen Personalinvestitionen. Es sind 750 Millionen Euro, die dadurch bereits im Landeshaushalt dann sich wiederfinden. Es sind 100 Millionen Fortbildungsmittel. Ich will es auch hier noch mal sagen, 2.300 zusätzliche Studienplätze, 2.500 Plätze für Zusatzqualifikationen für Senderpädagoginnen und ein systematisch aufgestelltes neues Fortbildungs- und Unterstützungssystem für die Schulen, auch in dieser Frage. Und dazu kommen jetzt die 175 Millionen über die Legislatur hinaus fest zugesagt durch Rot-Grün, die zur Unterstützung der kommunalen Schulträger dienen, und auch die Ersatzschulträger werden im Gesetz mit berücksichtigt. Also ein im Ergebnis sehr verantwortungsvoll im Inklusionsprozess wirksames Ergebnis, auch verantwortungsvoll gegenüber der Haushaltspolitik des Landes, das, was wir gemeinsam miteinander tragen können, was zukunftsweisend ist, verlässlich gegenüber den Kommunen zum Wohle der Kinder. Und jetzt frage ich Sie, liebe Opposition, auch die, die dann alle draußen sind, Sie werden es hoffentlich weitertragen, verhalten Sie sich bitte in den Haushaltsverhandlungen dann entsprechend dieses Ergebnis zu unterstützen. Da warten wir immer noch darauf, dass Sie dann auch mal Butter bei die Fische tun und sagen, ja, wir stehen dazu, dass diese Mittel für die Inklusion investiert werden. Dankeschön.